Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Okay, das ist alles ein bisschen teuer. Obwohl, eine Werkbank brauchen wir noch, oder hole ich mir eine der Bärsäcke. Ta-ta-ta-ta. Bis später, Mädels. Dann lass erstmal ein paar Splitter zurückholen und ein paar Sachen verkaufen. Hallo! Zeig mir deine Ware. Natürlich! So, Handgranaten können raus. Die behalten wir, immer gesagt. Bei Ignis können wir verkaufen, oder? Geschicklichkeit 65. Ich bin anderthalb Level wieder. Das macht doch bei weitem nicht genug Schaden, aber das ist halt. Das sind beides zwei Hände. Gut, da kann Ignis weg. Schachterhose kann, glaube ich, weg, oder? Eben ausgerüstet, nevermind me. Der kann weg. Der kann weg. Das kann man behalten. Das kann weg, glaube ich. Ja, das kann auch weg. Die können alle weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Liegt da noch irgendwo ein Mana-Tank rum? Nee, okay. Gut, wir können mittlerweile auch alle... Nee, wir können nicht alle Sachen verkaufen, die wir... Obwohl doch, wir brauchen ja... Was brauchen wir? Stacheln oder Drüsen? Was brauchen wir genau für... Gehen einfach auf Heiltränke. Es juckt mich mittlerweile nicht mehr, ganz ehrlich. Einen davon sollten wir vielleicht zurücklegen. Es kann sich nur um Stunden handeln, wir haben schon länger nicht mehr verkauft hier. Ich glaube, die kann ich langsam auch loswerden. Bolzen können auch loswerden, so. Dann kaufen wir bei dir Pfeile. Das garantiert Pfeile, oder? Ja. Kriegsbogen kann ich mal ausrüsten. Ich kann übrigens nicht zählen. Kälte abgeklärt, rein emotional. Okay, warum auch immer wir jetzt rein emotional sind. Okay, wir kümmern uns erstmal um Zardom, weil das brauchen wir, um Nasty zu kriegen. Und ich denke, wir müssen ein bisschen länger mit Nasty rumlaufen, um die Romanze mit ihr noch triggern zu können. Da
Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Nee, das meiste aus dem Schutt hier haben wir uns schon geholt. In der letzten Aufnahme. Vorletzten, keine Ahnung. Irgendwie sowas. So, Girls, wird euch hier wieder noch eine Rechnung offen. Ich mach das. Der macht doch richtig gut Schaden. Das verstehe ich halt nicht. Wieso haben die Kleriker-Waffen und die Berserker-Waffen so gute Stats im Fernkampf und die Outlaw-Waffen nicht? Der Basisschadenswert ist einfach so viel niedriger bei den... Wait a minute. Erhöht deinen Nahkampfschaden. Erhöht deinen Fernkampfschaden. Die ist weit höher. Die respawned. Das, die hatten wir schon. Bin schon dran. Tja. Was soll ich sagen? Ah, die Stalker da hinten. Am einfachsten wäre halt über diesen Weg zu erreichen, glaube ich. Oder wir kämpfen uns wieder hier durch. Das hier ist, glaube ich, das Schwierigste. Ich kümmere mich darum. Einen zu kämpfen geht, aber gegen zwei. Ich dachte, ich könnte einzeln triggern, aber kann ich anscheinend nicht. Hm. Wenn ich die nicht einzeln triggern kann, dann muss ich rundherum laufen. Für zwei bin ich noch nicht stark genug. Wobei man das bewiesen hat, dass der Bogen sehr viel stärker ist als die anderen Artikel, die wir hatten. Weiß doch jemand, was hinter dem Wasserfall ist? War das der Knochen? Nee, war nicht die Knochenhöhle, oder? Doch, das war die Knochenhöhle, scheiße. Wenn ich mal weiß, was die Knochenhöhle ist, das ist eine Höhle mit zwei Slug-Beasts und einem Slug-Lord. Und die haben wir weder als Kleriker noch als Berserker leicht ausrammen können. Als Kleriker haben wir es, glaube ich, gar nicht mehr gemacht am Schluss. Als Berserker haben wir es dann irgendwann mit der Magie ausgeräumt. Es hat ziemlich lang gedauert. Da sind zwei Monster im Boden vergraben. Yeah!
Und Knochenhöhle deswegen, weil das Einzige, was da drin ist, halt ein Thron aus Knochen ist. Mit ein paar Splittern und so. Aber wirklich Bedeutung oder so habe ich da drin keine gesehen. Miese Gegend. Ganz miese Gegend. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Zadom unten sitzt, während er oben verschwunden ist. Glaube ich nicht wirklich, aber könnte ich mir vorstellen. So, lass mal sehen. Zadams Lager. Erstmal den Teleporter holen. Auch große Männer fallen, wenn ihnen die Macht des Elex genommen wird. Karl Zadom, einst geistiger Führer und oberster Berater des ersten Elexitors. Dich hier lebend zu finden, überrascht selbst mich. Es heißt, du seist in deinem Exil dem Entzug erlegen, alter Mann. Ja, Jax. Es war ein harter Weg. Dem labenden Strom des reinen Elex entrissen, habe ich viele Wochen im Fieber und dem Taumel der Zweifel verbracht. Doch am Ende gelang es mir, einen Weg zu finden, damit zu leben. Wie ich sehe, hast du deinen Gang durch die Irrwege der Emotionen noch vor dir, Commander. Deine Erscheinung verrät mir, dass es dir nicht gut geht. Was ist geschehen? Nichts, was ich nicht wieder unter Kontrolle bekommen könnte. Ich sehe keinen Grund, warum ich mich dir anvertrauen sollte. Wir beide sind jetzt Abtrünnige, verstoßen und verfolgt vom eigenen Volk. Damit sind wir uns näher als jeder andere unseres Volkes, findest du nicht? Mein Gleiter wurde vor der Vollendung meines Auftrags für die Direktive abgeschossen. Elexitor Kallax ließ mich daraufhin exekutieren. Aber ich bin noch da und ich werde nicht mehr straucheln. Ich will in den Eispalast. Ich will meine alte Stärke wieder zurück. Dann ist deine Lage noch ernster, als ich es vermutet hätte. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche Waffen und einen Weg, meine Kampfkraft zu verbessern. Der Entzug hat uns beide geschwächt. Alles, was ich dir anbieten kann, ist mein Wissen. Hilf mir, in den Eispalast zu kommen. Du weißt genau, dass ein nicht autorisiertes Eindringen unmöglich ist. Ohne die richtigen Zugangscodes kommst du nicht einmal über den ersten Verteidigungswall. Die Maschinen in Xarkor vernichten alles, was sich auch nur in die Nähe des Eispalastes ohne Autorisierung verirrt. Dann muss ich mir eben diese Codes verschaffen. Jeder Alp, der uns Abtrünnige lokalisiert, eröffnet sofort das Feuer. Wie willst du, ohne gegen unsere eigenen Leute kämpfen zu müssen, an die Zugangscodes kommen? Irrelevant. Soldaten erfüllen lediglich ihre Pflichten. Ja, das ist unser Weg. Zweckmäßig und logisch. Trotzdem bleibt, dass man sie aus ihrer schwer bewachten Festung und Sicherheit herauslocken müsste, um erfolgreich zu sein. Alpsoldaten, die sich in die Länder der freien Menschen vorwagen, tragen selten die Codes der inneren Bereiche des Eispalastes bei sich.
Und das aus guten Gründen. Unautorisierte wie wir haben es damit noch schwerer, in den Eispalast zu kommen. Aber das weißt du ja besser als ich, Commander. Was soll sie also veranlassen, das zu ändern? Die Direktive, der große Plan und oberstes Ziel aller Alps. Das Elex muss weiter gefördert werden. Erst wenn sie die Einhaltung der Direktive gefährdet sehen, würden sie ihre Festung in großer Zahl verlassen, um die Elex-Förderung wieder in Gang zu bringen. Der einzige Weg, den Elex-Strom in den Eispalast von Xakor zu stoppen, ist es, die Konverter zu zerstören oder zumindest sie abzuschalten. Jetzt verstehst du, was ich meine. Die Konverter sind ebenfalls schwer bewacht. Das sollten sie zumindest. Aber der Einfluss der Alps ist nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren. Viele von uns sind hier draußen in den Ländern der freien Menschen gefallen. Einige Konverter sind verwittert oder haben ihren Betrieb eingestellt wie der in Edan. Doch solange noch genug Elex den Eispalast erreicht, wird sich nichts ändern. Wie schaltet man einen Konverter ab? Ich war Elexitor, nie ein Techniker. Genauso wenig wie du, Commander. Doch unter den Separatisten haben sich meines Wissens nach viele ehemalige Techniker versammelt. Sie müssten das Wissen, die Pläne und die Zugangscodes für die Konverter haben. Vielleicht solltest du sie in ihrem Unterschlupf am Konverter in Süd-Abessa aufsuchen. Deine Verbannung kam für uns Soldaten ziemlich unerwartet. Deine Kraft und dein Einfluss waren für uns andere bis zu dem Tag immer ein großes Leitbild. Im Grunde habe ich die Entscheidung dazu selbst getroffen. Tarek, der erste Elexitor, verfolgt mit den anderen Elexitoren eine Politik, der ich nicht mehr folgen kann. Tareks Logik ist brillant. Jedoch hat sie trotzdem einen entscheidenden Fehler, sodass er das große Ganze nicht mehr klar sehen kann. Und das wäre? Nein, nein. Dafür ist es noch zu früh. Es würde zu nichts führen. Ich bin in die Verbannung gegangen, um nicht wieder die alten Dinge diskutieren zu müssen. Als alter Eremit, wie die freien Menschen mich heute nennen, habe ich hier draußen meinen Platz gefunden. Auch du bist den Idealen der Direktive dein Leben lang gefolgt, aber glaub mir, wenn du nur lange genug hier draußen in der Wildnis verbringst, siehst du vieles mit anderen Augen. Du kooperierst mit den freien Menschen? Für die einen bin ich nur ein alter, ausgebrannter Mann. Ein Eremit, der seinen Lebensabend in den Bergen verbringt. Aber die meisten meiden meine Nähe. Sie verurteilen dich für deine Taten als Elexitor und haben Angst vor dir. Ja, wie ich schon sagte, der Anfang war schwer. Doch die Zeit hat mich vieles ertragen und auch vergessen lassen. Lass uns noch einmal über deine alte Stellung am Eispalast reden. Ich sagte dir doch bereits, dass ich das hinter mir gelassen habe. Unsinn. Du machst mir nichts vor. Deine Gedanken drehen sich um eine Machtübernahme im Eispalast. So? Und was macht dich glauben, dass dem so ist? Der Separatistenanführer Sestak ist der Überzeugung, dass du einen Krieg gegen den Hybriden planst. Und du glaubst ihm das? Irrelevant, was ich glaube. Die reine Logik sagt mir, dass er recht hat. Es ist offenkundig, dass du mächtiger bist, als du es vorgibst. Ich kenne dich. Du hast noch niemals einfach aufgegeben oder eine Schlacht verloren. Du redest von Elex-Entzug und schweren Zweifeln, die dich plagten, seitdem du hier draußen bist. Doch das passt weder zu deinem Erscheinungsbild, zu deiner Selbstsicherheit noch zu deinem Charakter. Also beenden wir dieses Theater und sprechen Klartext, Saddam. Du hast nie mit dem Konsum von reinen Elex aufgehört. Du hast irgendwo eine Elex-Quelle aufgetan und hast deine Kräfte nie verloren. Da spricht wieder der erfahrene Commander, der gnadenlose Stratege und Feldherr aus dir. Was tust du wirklich hier draußen? Gut, vielleicht habe ich ja tatsächlich Antworten für dich. Aber nur, wenn du die richtigen Fragen stellst, Commander.